Damen und Herren, Ihrem Hermann, herzlich willkommen. Guten Abend, ja. Guten Abend. Ja, wir haben ja eben schon allgemein innerhalb unseres Freundeskreises festgestellt, dass Sie irgendwie vollkommen unverändert sind. Wir haben auch festgestellt, dass Ihr Charme derart überwältigend ist, dass man Ihnen mit den Rollen, die Sie bei Rainer Werner Fassbinder zu spielen hatten, nicht so recht in Einklang bringen kann. Aber davon, sehr verehrtes Publikum, können Sie sich heute Abend, denke ich, auch selbst sozusagen überzeugen. Verehrter Ihrem Hermann, liebe Mitglieder unseres Förder- und vor allen Dingen des Freundeskreises, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie also herzlich willkommen zu einem Abend und der Film- und Theaterschauspielerin Ihrem Hermann gewidmet ist. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute bei uns sein können und begrüße Sie sehr herzlich und freue mich außerordentlich. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich muss sagen, ich fühle mich äußerst geehrt, eingeladen worden zu sein. Und immerhin, ja, dass Sie mich so, sag ich mal, so gut finden, dass Sie mich einladen und einen Abend für mich machen, das freut mich sehr. Händler der Jahreszeiten, vielleicht haben Sie ihn ja auch schon gesehen, ist ja 1972 gedreht worden in 10 Tagen an Originalschauplätzen, die es natürlich schon lange nicht mehr gibt in München. Und diese Szenerie ist ja, finde ich, fast nostalgisch heutzutage. Sowas findet man ja heute gar nicht mehr in München, wo alles so schickimicki ist. Und auch die Kostüme und die Art zu spielen, das ist schon was Besonderes. Und wir haben ja alle da den Bundesfilmpreis bekommen damals. Und ja, das war für alle eine große Überraschung, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass Ihnen der Film gefällt, wenn Sie ihn zum ersten Mal jetzt sehen. Und ja, dass Sie ihn auch gut finden. Würde mich freuen. Ja, das sind wir ganz bestimmt. Ja, alles Gute, schönen Abend. Wenn Sie jetzt denken, dass der Film gleich losgeht, dann befinden Sie sich im Irrtum. Ich möchte noch ein bisschen was zu Irma Hermann sagen. Es ist ja so, dass unser Museum seit November letzten Jahres so mehr oder weniger im Zeichen Rainer Werner Fassbinders steht, mit der Ausstellung, die wir Ende November eröffnet haben, Fassbinder jetzt. Und da waren Sie ja schon unser Gast und Sie haben damals zu mir gesagt, Sie seien ganz ergriffen und irgendwie berührt davon, sich selbst, aber auch alle anderen nochmal in den Ausschnitten der Filme Fassbinders oben in der Ausstellung wiederzusehen. Wir freuen uns sozusagen, berührt unsererseits heute, dass wir Sie wiedersehen dürfen. Wir hatten Hanna Schigula in der Zwischenzeit zu Gast und Günter Lamprecht, die beide ja Lesungen im Rahmenprogramm veranstaltet haben. Wichtiger aber, denke ich, ist, dass wir auch ganz viele großartige Fassbinder-Filme hier in einer umfassenden Retrospektive gezeigt haben, die übrigens noch nicht zu Ende ist. Denn vom 16. bis 18. Mai, einem langen Wochenende, das ich Sie bitte freizunehmen, egal was da für ein Wetter herrscht, werden wir Fassbinders Berlin-Alexanderplatz zeigen, sozusagen nicht in voller Länge ganz am Stück, aber doch in kompakter Art und Weise. Und wer das jemals erlebt hat, der weiß, welche tiefen Eindrücke gerade dieses Werk und gerade sozusagen am Stück Genossen bereithält. Ja, Ihrem Hermann, vorhin haben wir oben gestanden im Erdgeschoss, Hans-Peter Reichmann, unser Sammlungsleiter, Ihrem Hermann und ich, und da haben wir in diese Vitrine geschaut, auf das Drehbuch von Baal, von Volker Schlöndorff, der übrigens hier am 11. Mai zu Gast sein wird
Und wo wir auch Baal zeigen, also dieses Wunderwerk von Film, das nach 40 Jahren endlich, endlich, endlich wieder aufgetaucht ist und in dem ja Rainer Werner Fassbinder die Hauptrolle spielt. Ein Werk, das, ein Film, der von Helene Weigel sozusagen mit Bann belegt worden ist, nachdem er vor 40 Jahren erstmals und nur einmal im Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Es standen also vor dieser Vitrine und was sagt Frau Herrmann? Ich glaube, dieses Drehbuch habe ich abgetippt mit meiner Schreibmaschine. Ja, wie jetzt? Ja, doch, 1969 kann sein, dass ich da als Sekretärin bei Volker Schlöndorff gearbeitet habe. Und diese Maschine und diese Type und so, das könnte das gewesen sein. Und das wäre natürlich sensationell, verehrte gnädige Frau. Und wir werden Volker Schlöndorff natürlich fragen, ob dieses Drehbuch, das wir jetzt gerade oben ausgestellt haben, anlässlich dieser Wiederaufführung, Wiederentdeckung des Baal als untypischer Schlöndorff-Film, wie als grandiosen Fassbinder-Actor-Film, wenn Sie auch noch dieses Drehbuch abgetippt hätten, damit würde sich das wunderbar ergänzen. Ja, also München in den 60er Jahren. Sie haben Rainer Werner Fassbinder damals kennengelernt. Es geht ja auch die Sage, dass Sie sozusagen aus einem etwas artfremden, eher bürgerlichen Beruf durch die Begegnung im Antitheater mit einem Mal derart, wie soll ich sagen, infiziert gewesen sind, dass Sie gesagt haben, Sie werden Schauspielerin. Das ist etwas, was ich mir auch immer wieder wünsche von Leuten, dass sie so von einem Regisseur, von einem Theaterstück, von einem Film eigentlich hin und her gerissen und hingerissen sind, ihr ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Da hoffe ich, dass wir nachher noch ein bisschen auch zu diesem Schritt etwas erfahren, sozusagen das bürgerliche Leben ein Stück weit ja auch aufzugeben und etwas ganz Neues zu wagen und sich der Faszination nicht nur eines Menschen, sondern ja auch der Kunst hinzugeben. Und Sie haben dieses geleistet und Fassbinder hat einmal über Sie gesagt, Zitat, die einzige Schauspielerin widerwillen, die ich kenne. Ob das so stimmt, weiß man gar nicht, denn ich habe schon den Eindruck, dass Sie durchaus vielleicht damals eine Schauspielerin widerwillen waren, aber natürlich im Laufe der Zeit eine Schauspielerin mit Herz und Blut und allen ihren Fasern geworden sind. Und vielleicht war das sogar damals schon so und RWF hat es nur nicht so recht sehen wollen. Jedenfalls gehörten sie bis 1975 zum festen Kern dieser außergewöhnlichen Truppe. Zunächst als Schauspielerin in den damaligen Theaterproduktionen, dann aber auch natürlich in den Filmen. Und ein Stück weit gemein war es, dass er sie ja immer in der Rolle dieser spießigen und sehr verbitterten und bösen und grantigen Frauen, dieser kleinbürgerlichen Hexen oder kalten Weiber irgendwie eingesetzt hat. Und es ist ja auch so, die Ehefrau Irmgard Epp im Händler der vier Jahreszeiten, den Sie ja gleich sehen werden, ist so eine Person wie auch die Sekretärin Marlene in Die bitteren Tränen der Petra von Kant und andere Rollen. Und Sie haben einmal gesagt, er hat mir überhaupt keine Möglichkeit gegeben, irgendeine Rolle zu spielen, wo ich ein Fitzelchen Menschlichkeit hätte zeigen können. Ja, so war er. Und andererseits hat er natürlich sozusagen eine Rolle für sie damit festgelegt, aus der sie sich aber dann mit großer, denke ich, Arbeit, Intensität und großem Engagement gelöst haben. Sie gehörten zu seinen engsten Vertrauten über diese berufliche Beziehung hinweg. Und sie haben aber auch, wahrscheinlich aus guten Gründen, Mitte der 70er Jahre die ganz ausschließliche Zusammenarbeit mit Fassbinder gelöst. Sie sind aus dieser, ja, manche nennen es Kreativfamilie oder Kommune oder was auch immer, unter der ja die Beteiligten manchmal bis heute noch zu leiden scheinen, ausgebrochen, weggegangen, haben sie verlassen und haben seit 79, 80 erneut ihre Arbeit auch als Theaterschauspielerinnen aufgenommen, unter anderem an der Freien Volksbühne in Berlin. Aber, und diesen Satz fand ich dann doch bemerkenswert, ihre
Verehrung für Rainer Werner blieb offenkundig ungebrochen erhalten, denn sie haben 2012 der Süddeutschen Zeitung jedenfalls behauptet, die das gesagt, Zitat, ich hätte auf die Knie gehen können vor ihm, so toll fand ich ihn, ich hätte alles für ihn getan. Wow, wow, Frau Herrmann. Also zweimal arbeiteten sie dann noch bis zu Fassbinders Tod 1982 für ihn und seine Produktion eben in Berlin-Alexanderplatz aus dem Jahr 1980 und in dem ein Jahr später entstandenen Lili Marleen. Insgesamt sind sie, wenn man mal zusammenzählt, in 18 seiner Filme aufgetreten und das ist eine unglaubliche Zahl. Ja, sie haben neben den Bühnenarbeiten unter anderem mit Peter Palitsch in mehr als 100 Kino- und Fernsehproduktionen mitgearbeitet und darunter auch in Filmen so mancher Größen des neuen und, oder auch älteren deutschen Films, ich sage Werner Herzog oder Ulrike Oettinger, Hans W. Geißendörfer, Bernhard Wicki, Christoph Schlingensief. Und Christoph Schlingensief haben sie sich für heute Abend auch gewünscht. Er, der ja von sich gesagt hat, also Christoph, dass er stark von RWF beeindruckt worden sei, den werden wir zu, in der Spätvorstellung, wenn Sie mögen, noch kennenlernen genauer. Und Sie haben natürlich auch fürs Fernsehen gearbeitet, neben dem Theater. Sie gerade kommen Sie aus Zürich, hat mir Herr Reichmann gesagt, wo Sie seit September letzten Jahres in einer Doppelrolle für die Wojciech-Inszenierung von Stefan Pucher auf den Brettern stehen. Das heißt, was auch immer damals passiert ist in diesen 60er Jahren, als Sie sozusagen aus dem bürgerlichen Leben auf die Bretter und dann ins Studio traten, es ist etwas ganz Großartiges, dem sind Sie treu geblieben und Sie haben sozusagen sich immer mehr erweitert in dem, was Sie tun und natürlich in dem auch, was Sie an eigenständige Kunst hervorgebracht haben. Und dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Und wir sehen jetzt den Film. Und danach gibt es ein Gespräch. Und danach dann, das heißt ein ganzer Abend, zeigen wir Christoph Schlingensief die 120 Tage von Bottrop. Zunächst aber einmal Händler der vier Jahreszeiten. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend. Wir freuen uns auf das Gespräch. Jan Herrmann und Svetlana Swiatskaya, eine Mitkuratorin unserer Ausstellung Fassbinder jetzt. Ja, liebe Frau Herrmann, es freut mich sehr, heute die Ehre zu haben, mit Ihnen das Interview zu machen. Und ich komme gleich zu der ersten Frage. Also Händler der vier Jahreszeiten, den Sie gerade gesehen haben, ist der achte von insgesamt eben 18 Filmen, die Sie mit Fassbinder zusammen gemacht haben. Daneben haben Sie natürlich in sehr vielen seiner Inszenierungen mitgespielt, haben auch das Antitheater mitbegründet. Und Sie haben in einem Interview mit dem Hamburger Feuilleton mal gesagt, dass Fassbinder Ihnen die Grundelemente des Schauspiels beigebracht hat. Und deswegen würde mich interessieren, wie ihm und auch die Besucher, wie die schauspielerische Karriere von Ihnen angefangen hat und wie eben diese Zusammenarbeit mit Fassbinder diese geprägt hat. Ja, wie sie mich geprägt hat, ist ja ein Teil von mir. Aber inzwischen sind ja ein paar Jährchen vergangen oder Jahrzehnte, kann man sagen. Und da entwickelt man sich natürlich nochmal ganz anders. Mein Sprung in meinem Leben war eben Büro. Ich war ja Sekretärin, Verlagskaufmann ausgebildet. Damals hat man nicht Verlagskauffrau gesagt, sondern Kaufmann war man damals. Und hat ja eine kaufmännische Lehre gemacht und dann so eine Sekretärinnen Zusatzausbildung und ich bin dann zu einem Schriftsteller in die Schweiz gegangen und wurde die Sekretärin von dem, aber nur so im Sommer, für einen Sommer lang. Und da gab es eine Schauspielschülerin, Susanne Schimkus hieß sie, die mit Fassbinder in der Schauspielschule war
Und ich wusste aber von Fassbinder, war ja auch nur ein Schauspielschüler und sonst nichts, ja. Und als ich nach München zurückkam, begegnete mir Susanne Schimkus und sagte, ach ja, du, heute Abend kommt ein Kollege von mir vorbei und wenn du Lust hast, komm doch mal, er liest aus einem Roman. Und tatsächlich kam dann der Rainer und hat aus einem Art Lore-Roman vorgelesen, viele Zigaretten geraucht und hat bis morgens aus diesem Roman, der aber nicht veröffentlicht war und auch nie veröffentlicht wurde, vorgelesen. Das hat mich schon sehr fasziniert. Ich bin da ja hin mit einem, meinem damaligen Freund vom Büro eben und der hat mich dann überhaupt nicht mehr interessiert in dem Moment, sondern ich fand ja den viel toller da, dass der da liest. Wer hat mir schon, und ich, nur wir beide, er hat ja nur uns, wir waren drei, vorgelesen, Susanne Schimkus, mir und meinem damaligen Freund, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Wie auch immer, der hat übrigens dann auch bei Fassbinder mitgespielt in den ersten Filmen. Wenig später traf ich Susanne noch mehr auf der Straße und sie sagte, ja, heute ist im Jazzkeller in München ist ein Dramenwettbewerb und der Rainer hat da auch ein Stück geschrieben, eine Scheibe Brot und ich kann da nicht hingehen, wissen du nicht hingehen und der wird sich sicher freuen, wenn du da auch hingehst. Und da war ich dann auch und die Mutter von Rainer war auch da und Rainer war viel zu schüchtern, um in der Öffentlichkeit vorzulesen, unter vier Wänden, in vier Wänden jederzeit, aber nicht öffentlich, weil er sehr scheu war und sehr zurückhaltend zu der Zeit. Und auch sehr lange war er ganz scheu und zurückhaltend. Und jedenfalls hat sein Freund Theodor Rosa vorgelesen und er hat, glaube ich, den zweiten Preis bekommen. Heidenreich hat, glaube ich, den ersten gekriegt und Fassbinder den zweiten und ich weiß nicht, ob den dritten. Naja, und hinterher ist man in eine Gaststätte gegangen und hat dann ein bisschen gefeiert. Und ein paar Wochen später rief mich Theodor Rosa, also sein Freund, an und sagte, ja, der Rainer würde gerne mit mir was drehen, aber er hätte kein Geld und ob ich denn bereit wäre. Das Geld hat mich ja überhaupt nicht interessiert, weil ich habe gesagt, ich kann das doch gar nicht. Und so, ja, also der Rainer würde auf mich warten nach dem Büro, also gleich eine halbe Stunde später. Und wir haben uns dann getroffen im Café Monopterus. Und dann hat er mir erklärt, dass doch die Kamera um die Ecke schon aufgestellt wäre. Und er würde mir genau sagen, was ich zu tun hätte. Und er würde sich sehr freuen, auch wenn er kein Geld hat. Wie gesagt, das Geld war überhaupt nicht, spielte gar keine Rolle. Ja. Und er würde gerne haben, dass ich da mitspiele und es war im Stadtstreicher, also sein erster Kurzfilm. Und dann haben wir diese Szene gedreht. Er hat mir einen Bademantel angezogen, der von ihm war, so gestreift, diese wie Sträflingskleidung, ja, blau-weiß gestreift. Echt scheußlich. Und ich war ja auch nicht geschminkt und überhaupt nichts, sondern ich kam, wie gesagt, gerade vom Büro und habe dann das mehr verschämt gespielt als überhaupt. Ja. Also ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Das war auch die einzige Textszene in dem Film. Der Film ist ja stumm. Der ist ja nur mit Musik, aber das war die einzige Szene mit Text, wo der um eine Scheibe Brot bittet. Und ich weiß gar nicht, was ich daraufhin sage, aber irgendwas sage ich. Auf jeden Fall die Tür zu. Ja, ich mache die Tür dann auch zu, ja. Ja, und das war der, wie sagt man, ja, da war ich erleuchtet. Da wusste ich, dass mir das gefällt. Ja, und danach haben Sie ja Ihren Beruf aufgegeben, um tatsächlich ganz Schauspielerin zu werden und ich habe in einem Interview gelesen, das fand ich sehr interessant, dass Sie erzählt haben, dass Fassbinder insgesamt 46 Mal die Geschichte der Nana S. von Godard gesehen hat und dass Sie ganz oft mit ihm zusammen nach Paris über das Wochenende gefahren sind, um dort Filme zu schauen und das ist vielleicht auch für alle interessant, also wie dieses Erlebnis gewesen sein muss mit Fassbinder, Filme zu schauen und was habt ihr darüber gesprochen, also wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben das geguckt, aber das hat in seinem Kopf stattgefunden. Und er hat mich halt manchmal geprüft und hat dann so eine Art Schulung mit mir gemacht, nämlich wie viele Kamerafahrten oder wie viele Großaufnahmen oder denn in dem Film gewesen wären, wenn wir ein paar Mal die Geschichte der Nana S. oder also wir haben ja viel Godard und gesehen auch. Und wir haben eben immer das Neueste gesehen. In Paris liefen ja die Filme schon, in Deutschland noch nicht. Und da sind wir immer von Freitag bis Sonntag nach Paris geflogen. Das war aber auch ein bisschen später dann, also nicht gleich am Anfang, weil da war ja noch gar kein Geld. Woher denn? Ja. Ja, das war einfach so, das war ein Ritual. Wir flogen nach Paris, er ging in die Sauna, ich ging den Champs-Élysées lang, habe mir mehr oder weniger Kleider organisiert und dann hat man sich zum Essen getroffen und am nächsten Tag ist man ins Kino gegangen und dann ist man wieder heimgefahren. So war das, ja. So einfach. Sie konnten sich auch immer einfach darauf einigen, welchen Film Sie dann schauen. Ja, darauf habe ich keinen Einfluss genommen. Aber im Grunde genommen war es so, wir sind natürlich tagsüber, er hat ja immer gearbeitet. Damals gab es ja, Gottlob, noch die Musikbox und nicht die Sachen vom Band, die Endlosen, die man gar nicht hören will, sondern er saß da am Kaffeetisch tagsüber. Und vor allem in Paris war das eben, auch in Schwabing. Und ich habe immer die Musikbox bedient. Und er hat geschrieben. Er hat geschrieben, Drehbuch geschrieben. Und ich habe die Musikbox bedient und habe dabei gesessen. Wow. Und durften Sie die Titel dann der Musik aussuchen? Nee, die waren schon, das war ja so, ich kann es Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, was da war, Rolling Stones oder... Ja, so in dieser Art, ja. Meistens die gleichen Titel immer wieder, ja, klar. Endlosschleife. Händler der vier Jahreszeiten markiert ja so eine Wende in der Karriere von Fassbinder. Also diese Filme, die Sie von Godard gesehen haben, spielen ja hauptsächlich für die ersten Filme, unter anderem für Katzelmacher, eine Rolle. Und mit Händler der vier Jahreszeiten fängt er sich ja an, den Melodramen von Douglas Sirk zu nähren. Also ich habe gelesen, dass er in den 70er Jahren eben diese Retrospektive in München von seinen Filmen geschaut hat. Und bei diesem Film ist ja der Einfluss von Imitation of Life von 59 sehr sichtbar. Und die Ästhetik der Filme hat sich verändert. Und mich würde interessieren, inwieweit sich auch die Anweisung an Schauspieler und die Arbeit in den Filmen dadurch auch verändert hat, inwieweit das kommuniziert wurde und... Also diskutiert wurde nie, das geht auch gar nicht. Also kein Regisseur wird diskutieren, weil sonst kann man nicht drehen. Er hatte ja immer schon vorher im Café, ich war ja auch einige Male Assistentin von ihm und habe auch Skript gemacht, bei 8 Stunden sind kein Tag, war ich von morgens bis abends dabei und habe ja Skript gemacht und da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt, ja. Also wie Leute sich vor der Kamera bewegen. Ich habe auch sofort erkannt, wer was kann, wer nichts kann. Wir haben uns immer nur angeguckt und waren uns immer da einig, was wer da so vor der Kamera. Da spielten ja unendlich viele Leute mit bei dieser Serie. Ich will nur sagen, er hat sich immer hingesetzt morgens, am Set und hat die Kameraposition in das Buch, ins Drehbuch gezeichnet, ja. Und dann hat er das dem Kameramann gegeben oder mit ihm besprochen, meistens eben nur gegeben, und der hat dann die Kamera danach gerichtet und eingestellt. Es gab aber auch viele Situationen, beim Fernsehen nicht, aber beim Film, dass er an den Set kam. Er hat sich immer darauf verlassen, dass der Kurt Raab oder wie auch immer den richtigen Set, das richtige Set aussucht. Und manchmal hat er eben eine ganz andere Idee und das gefiel ihm nicht.
und dann musste was anderes passieren und dann musste sich auch alles danach richten. Also, dass man einen anderen Set aussucht oder eine andere Position als gedacht. Und das passierte aber, weil er ja immer mit dem gleichen Team gearbeitet hat, verstand man sich fast sprachlos, ja. Also die Leute wussten, was zu tun ist. Und es hat natürlich viel Zeit gespart. Er hat ja sehr schnell gedreht und auch immer 1:1 gedreht. Und er hat den Schauspielern immer Anweisungen gegeben. Ganz genaue Anweisungen. Und eigentlich ohne zu proben haben wir gedreht, außer für die Kamera. Vor allem eine Fahrt, wenn eine Kamerafahrt war. Oder was Kompliziertes, musste das natürlich immer mit dem Licht stimmen und mit der Kamerafahrt. Insofern musste das natürlich geprobt werden. Aber vom Schauspielerischen her, vom Inhaltlichen her, wurde nie geprobt. Irgendwie wusste man auch, was man wie zu sagen hatte. Aber war das nicht ein Riesenstress als Schauspieler? Nee, man war ja überhaupt nicht, gar nicht, weil das ist ja das Tolle gewesen bei Fassbinder, dass man so gut aufgehoben war. Jeder fühlte sich total sicher bei ihm, weil er wusste einfach, wie es geht. Und er hat allen das Gefühl gegeben, dass derjenige oder diejenige das auch weiß. Also man war einfach erhoben, ja. Und in meinem Falle war es schon noch anders, weil wir eben schon, bevor er gedreht hat, schon privat ja so verbandelt waren. Und da haben sich natürlich noch ganz andere Dinge abgespielt zwischen uns, als wenn er jetzt mit Hannah gedreht hat oder mit Fremden, mit denen er keine Geschichte hatte. Das ist ja ganz klar, das ist wie wenn ein Ehepaar zusammen dreht und dann kann man sagen, jetzt halt doch mal die Klappe, ja. Das hätte er jetzt zum Günter Lambrecht vielleicht nicht gesagt, ja. Aber halt zu mir. Und er hat mich, weil ich ja eben keine Schule hatte, keine Schauspielschule, und ich auf ihn angewiesen war, wie ich was zu sagen hatte, hat er mir das ziemlich genau, weiß ich nicht, er hat mir das irgendwie beigebracht. Nicht jetzt hinter den im Nebenraum oder so, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern er hat mich einfach in eine Situation gestellt, die für mich einfach klar war. Ja, also ich musste nicht darüber nachdenken, wie ich das sage. Er hat mir nie eine Betonung vorgesagt, nie. Ja, gar nicht. Sondern er hat mich einfach in eine Situation gestellt, wo ich einfach wusste, was ich zu tun hatte. Und Sie haben ja auch nicht alle Rollen angenommen, die Fassbinder Ihnen angeboten hat. Da wollte ich fragen, was Sie... oder, ich kann nur lachen. Sie haben auch... er hat immer bestimmt, wer was gespielt hat. Oder bestimmt hat, aber Sie haben ja auch durchaus auch Nein gesagt. Und da wollte ich fragen, in welchen Fällen das der Fall war. Ja, das war ja wirklich nur... ich habe natürlich ein paar Mal Nein gesagt, aber das hat ja nichts genützt. Weil wenn er wollte, dass ich das oder das spiele, dann war das für ihn klar. Ja. Es gab natürlich auch immer wieder unheimlichen Streit und Zoff. Oder wo ich weggelaufen bin und dann ist er mir halt immer hinterhergelaufen, hat mich immer zurückgeholt. Das war schon bald wie ein Ritual, ja. Wenn ich Angst hatte und etwas nicht machen wollte, dann bin ich weggelaufen. Und er ist mir immer hinterhergelaufen. Das würde heute kein Regisseur mehr machen. Ähm, 1975 sind Sie ja dann von Fassbinder weggegangen, nach Ihrer Rolle in Mutter küsst das. Frau Dillmer hatte das ja vorher sehr gut gesagt, dass Sie eben diesen bestimmten Typus von Frauen zu spielen gespielt haben. Das hat Margit Carstensens einmal sehr gut formuliert, dass man sich selbst irgendwann mal angefangen hat zu imitieren, weil man immer wieder dieselbe Rolle gespielt hat. Ja. Und mich würde interessieren, wie Sie mit diesem Image danach umgegangen sind und
wie lange das gedauert hat, das auch wieder sozusagen loszuwerden. Ja, also die Loslösung hat natürlich Jahre gedauert, das ist ganz klar, aber ich war nicht jahrelang arbeitslos. Die Loslösung war ja hier in Frankfurt. Wir haben ja am Theater am Turm gespielt ein Jahr und ich habe da auch bei Kurt Raab gespielt und bei anderen Regisseuren. Also ich habe ja verschiedene Rollen gespielt und habe dabei eben meinen zukünftigen Mann kennengelernt und das war die Loslösung, ja. Und dann war der nächste Schritt, war ja Frauen in New York, 1976, hat er mich nochmal geholt nach Frankfurt, nach Hamburg, ans Schauspielhaus. Frauen in New York, das waren 16 Frauen, haben gespielt und ich war auch eine dabei. Und in dieser Zeit wurde ich schwanger. Und das war ja im Grunde genommen dann die endgültige Loslösung, also von seiner Person, also als Mensch. Nicht wohlgemerkt als Filmemacher, wenn man das jetzt trennen will, aber für mich als Mensch oder als Mann war er dann nicht mehr aktuell, weil dann war ich einfach zu sehr verliebt in meinen zukünftigen Mann und wurde ja schwanger, habe ein Kind gekriegt, habe mich dann 2 Jahre zurückgezogen am Chiemsee, weil ich die Vorstellung hatte, dass ich für mein Kind da zu sein hätte und nicht drehen oder Theater spielen, sondern dass meine Aufgabe es wäre, für das Kind eben da zu sein. Und ich hatte da auch schon Angebote von den Ruhrfestspielen, dass ich da spielen sollte. Da habe ich abgesagt, nein, nein, ich muss mit meinem Kind sein. Und nach 2 Jahren aber bin ich dann doch gerufen worden an die Freie Volksbühne. Und da bin ich dann mit Mann und Kind nach Berlin und seitdem lebe ich da. Und das war, die Loslösung war im Grunde genommen das Kind und der neue Mann und auch das Theater in Berlin. Ja. Ich habe ja dann nochmal mit ihm gedreht in Lili Marleen, das war die letzte. Berlin Alexanderplatz, genau, davor noch. Und Alexanderplatz, ja. Da hatten sie ihn. Ja, genau. Und dann hatte ich auch in Kamikaze hatte ich eine sehr schöne Szene mit ihm und mit Boy Gobert. Und da hatte ich schon das 2. Kind und es war eine ganz tolle Szene, war das. Und da wurde ich tatsächlich rausgeschnitten. Das war mir bislang noch nicht passiert. Das war das erste Mal in meinem Leben, da war ich aber ganz schön entsetzt. Und im Nachhinein finde ich es auch äußerst bedauerlich, weil es tatsächlich der letzte Dreh war mit ihm. Und Sie haben nie erfahren, warum? Ja, zu lange, der Film war zu lange. Raus. Okay, ganz einfach. Ja, für den heutigen Abend haben Sie als 2. Film einen Film von Christoph Schlingensief rausgesucht, der sich ja selbst auch als Nachfolger Fassbinders verstanden hat und in diesem Film ja dann auch den letzten neuen deutschen Film dreht. Und wo sehen Sie da vielleicht eine Verbindung zwischen den beiden Filmemachern? Oder kann man vielleicht sogar sagen, dass Schlingensief gewissermaßen Themen aufgegriffen hat, die auch Fassbinder beschäftigen würden? Wie zum ja, auf Wiedervereinigung. Eine Art und Weise halt, wie Christoph ja gedreht hat. Wenn man jetzt das Kettensäge-Massaker kennt und so die Aufarbeitung Ost und West, ja, wo alle zu Bürsten verarbeitet werden, zu Hackfleisch. Ja, ich habe ja gedreht bei dem ersten Fernsehfilm, den Christoph Schlingensief gemacht hat. Übrigens auch, es ist eigentlich der erste Film, ja, den Fernsehfilm, den Christoph gedreht hat, Schafe in Wales fürs Fernsehen. Und da habe ich gedreht, da war ich zu der Zeit an der Freien Volksbühne engagiert. Und der Film ist einmal gesendet worden und Schlingensief hat seinen Namen zurückgezogen, weil der Sender so viel dran rumgeschnitten hat, dass er gesagt hat, das ist nicht mehr mein Film, damit will ich nichts zu tun haben. Das war so unsere erste Begegnung und dann kam ja noch andere, also die 120 Tage Bottrop, dann, also es war so einige Schnipsel waren oder Chance 3000 und Theater. Ich habe dann in der Freien Volksbühne, nicht Freie Volksbühne, Atta Atta und Berliner Republik war mein erstes Stück mit ihm,
mit dem Bernhard Schütz. Und da habe ich ihn gezwungen, weil ja Schlingensief nur auf improvisiert hat, auch auf der Bühne. Also nur aus sich selber geschöpft in dem Moment. Und das war mir dann doch zu riskant. Und da habe ich gesagt, also ich spiele nicht mit, wenn er nicht ein Stück schreibt. Also wenn er nicht einen Text hat. Und hat er 18 Seiten Text geschrieben. Das war natürlich nur die Hälfte des Abends. Und das haben wir auch immer brav gespielt, ganz genau. Und er führte so als Entertainer mittendrin und rum und hat also immer noch so dirigiert. Und die, ich sagte immer, die Authentischen, also die er so aus einem Behindertenheim geholt hat, die spielten ja auch mit. Und ich muss sagen, da habe ich mich ziemlich frei gespielt. Und das war auch ein großer Erfolg in der Volksbühne. Und dann habe ich Atta Atta, die Kunst ist ausgebrochen, gespielt. Also ich habe dann viel mit ihm gemacht, ja. Bis zu Mea Culpa, zum Schluss im Wiener Burgtheater, was so seine reifste Leistung war. Das war wirklich ein großartiger Abend, das muss man sagen. Wir haben das sogar in der Oper in München gespielt. Und das war wirklich ganz, ganz großartig. Das war eine richtige Komposition von Text, Musik und Bild. Großartig. Also man kann da wirklich sehr, also zutiefst bedauern, dass er gehen musste schon mit 49, weil ich hätte ihm gerne noch viele Arbeiten gewünscht. Wir waren auch in Namibia, ein Monat, da ist ihm leider gar nichts eingefallen. Wir sind immer nur so durch die Lande gefahren mit so ein paar Bussen. Dann hieß es plötzlich aussteigen und die Aino Labarenz, seine Gefährtin damalige, hatte die Türkentaschen dabei und dann hat man sich verkleidet, und nach Anweisung von Christoph und dann irgendeine Szene hat gedreht in der Steppe oder am Wasser oder sonst wo. Oder wir waren in einem Museum, dann haben wir die Geigen von der Wand genommen und ich habe dann Geige gespielt, obwohl ich ja gar nicht Geige spielen kann. Aber wir haben halt so getan, als ob. Und das war schon sehr spannend irgendwie. Aber es ist kein Film rausgekommen. Also es gab so viel Material und es gab bestimmt 5, 6 Cutter, die alle verschlissen wurden. Und es kam kein Film zustande. Nur immer so in Museen so Videoschnipsel, ja. Immer die gleichen Videoschnipsel von Namibia. Und da habe ich wirklich, hatte mich eigentlich toll ins Bild gesetzt. Und ich habe mich da sehr verausgabt als Mensch. Und schauspielerisch, muss ich sagen, habe ich wirklich mal alles gegeben, also existenziell. Und das habe ich natürlich dann schon sehr bedauert, dass da eigentlich nichts dabei rausgekommen ist. Hat er auch zugegeben, dass ihm nichts eingefallen ist. Ja. Ja. Namibia, nie wieder. Ich würde nun auch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ja, ist ja auch schon spät. Ja. Es ist ja mehr gesagt als gefragt. Ja. Naja, er war ja ein fanatischer Filmemacher und sein Leben war ja Film. Und er hat alles in Film gedacht und sein ganzes Leben bestand ja aus Filmemachen. Der hat ja, während wir gedreht haben, hat er schon den nächsten Film im Kopf gehabt, ja. Und den übernächsten und wusste auch schon den Titel und er wusste genau, wie es geht. Und das Großartige von ihm war, und das gibt es eigentlich heute kaum noch, wenn überhaupt, ist die Tatsache, dass er, wenn er gedreht hat, er hatte den Film im Kopf vorher, komplett. Der wusste ganz genau, wie dieser Film, den er dreht, wie der aussieht.
der Film entstand nie am Schneidetisch, sondern er hat immer so gedreht, und das ist das Geniale, dass er Szenen für Szenen, nicht chronologisch, weil das ging ja gar nicht, geht ja technisch auf gar nicht, weil man ja verschiedene Sets hat und so, oder die Schauspieler nicht können. Aber er wusste immer, er hat immer so gedreht, dass man eigentlich die Szenen nur aneinander zu fügen brauchte. Also der Film entstand nicht wirklich am Schneidetisch. Heute dreht man ja unendlich, unendlich, manchmal 15 Mal hintereinander und so oder in verschiedenen Variationen. Und dann entsteht hinterher ein Film, wo man staunt, dass, was da rausgekommen ist, obwohl im Drehbuch ganz was anders stand. Und das war bei Fassbinder nicht so. Also das ist genial, ja. Er hatte wirklich komplett den Film im Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet ist. Ja. Kann man ganz gut auch in der Ausstellung sehen, an den Drehbüchern, die da zu sehen sind, wo alles schon ganz genau vorskizziert ist und man merkt es. Ja, ja, er hat immer diese Zeichnungen gemacht, ja, mit der Kamera und den Männchen. Ja, aber wie war es mit ihm dann so zu arbeiten in so einem, wenn er so fest im Kopf hat und sie konnten nicht proben und er hat nur einmal gedreht, eine Szene und genauso lange, wie er sie gebraucht hat, da mussten sie ja auf dem Punkt sein. Das, sie sagen, haben ja vorhin gesagt, sie fühlten sich ja wohl, sie fühlten sich aufgehoben. Ja, ja. Aber wenn man dann anfängt, so als, also als Schauspieler zu arbeiten, dann denkt man ja vielleicht doch einen Moment darüber nach, welchen Ausdruck nehme ich jetzt, wie moduliere ich den Satz, wie sage ich das, wo gucke ich hin? Und sie hatten nur diese eine Chance immer. Das hat man aber auch heutzutage, beim Fernsehen läuft das nicht anders. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sie die Chance haben, ja, ich probiere es mal aus, um es so zu sagen. Da würden die aber sagen, ja, also Frau Herrmann, also, ja, ja. Nee, das ist immer so. Es ist immer so. Nur, dass das Fernsehen, weil das Material ja heute nichts mehr kostet und so, kann man natürlich unendlich drehen. Und je unsicherer die Regisseure sind, desto öfter wird gedreht. Und Fassbinder war sich ja sicher. Und man war ja selber auch in dem Moment, hat man nicht darüber reflektiert, könnte ich das jetzt so oder so machen. Das hat keiner von uns. Niemand. Niemand. Die Frage stellte sich gar nicht. Weil er einen immer in ein Set gesetzt hat, wo man einfach wusste, wie man es zu sagen hatte. Und man brauchte keine Proben. Durch Proben wird es nur schlechter. Ja. So ist es oft, ja. Nee, also ich finde, das war schon sehr gut so. Noch eine weitere Frage? Wie war denn das Miteinander mit den anderen Schauspielern und Schauspielerinnen? Wie ist man sich denn da begegnet? Man hat ja wahrscheinlich für so einen Film miteinander ja auch viel Zeit verbracht. Wartezeit, ja. Naja, Film ist Warten, ja. 90% ist Warten. Ja, wie geht man um? Man flachst miteinander, man scherzt miteinander, man blödelt miteinander oder jeder auf seine Art und Weise. Ja. Das ist ein schönes Miteinander. Es war jetzt nicht irgendwie von Konkurrenz geprägt oder von. Also beim Film auf keinen Fall. Nee, beim Film nicht. Beim Theater, beim Antitheater war das was anderes, weil wir da ja immer zusammen waren. Da lebten wir ja auch mehr oder weniger zusammen und da spielte das auch so noch eine große Rolle, wer jetzt mit dem Fassbinder besser oder näher kam. Oder, er hat ja seine Spielchen gespielt, er hat ja jeden versucht, gegeneinander auszuspielen. Oder sobald zwei Leute miteinander gesprochen haben, ist er sofort hin und hat gehört, was reden die da? Ja. Hoffentlich nicht über ihn oder so. Ja. Er war ja auch unsicher zugleich als Mensch. Es gab noch eine
Noch eine Frage? Ja, ich muss Ihnen sagen, ich sehe das, ich sehe ja auch ab und an, sehe ich ja mal diese Filme und bin überhaupt nicht der Meinung, dass ich eine zickige, verhärmte, graue Maus gespielt habe oder war. Der Meinung bin ich im Nachhinein überhaupt nicht, weil es immer menschlich ist. Also wenn Sie mich genau betrachten, sehen Sie, dass ich es immer, dass immer etwas Menschliches dabei ist. Und wenn Sie das nicht sehen, sondern nur das Klischee, was die Leute schreiben, das stimmt einfach nicht. Und ich war auch nicht hässlich. Also wenn Sie mich als hässlich sehen, ist das Ihr Geschmack, Ihr persönlicher. Ich war aber nicht hässlich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielleicht kann man dazu auch noch... Ja, weil das so kolportiert wird in der Presse immer. Diese frühverhärmte graue Maus, das hat ein Kölner Stadtanzeiger mal geschrieben, 1972, die frühverhärmte graue Maus mit einem leichten Anflug zur Kneifzange. Das hat sich so rüber gerettet, immer so über in der Presse. Aber es stimmt einfach nicht, ja. Es stimmt nicht und ich war auch nicht durch meine Präsenz, sag ich mal, dass es so einseitig war. Selbst in sagen wir, Angst essen Seele auf, wenn ich wenn er sagt, jetzt hol mir mal ein Bier, ja, sonst fängst du eine. Ja, da geht eigentlich der Schuss nach hinten los. Der Fassbinder ist das Schwein, nicht ich. Also ich bin auch nicht unterdrückt, weil die Art und Weise, wie ich ihm das Bier serviere oder wie ich zur Brigitte Mira sage, naja, er hat halt heute seinen schlechten Tag oder er ist halt so. Ja, das zeigt aber auch, dass ich selber auch innerhalb dieser Beziehung, obwohl er mich unterdrückt, ja, das sehe, was er ist, ja, als Rolle meine ich jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, aber es ist immer irgendwie, oder selbst im Händler jetzt, ja, wenn ich diese Intrige ausspreche, es ist ja immer irgendwie was dabei, wo man sieht, die Frau ist nicht so unterdrückt, ist sie nicht, ja, sondern die spielt schon auch ihr Spiel trotzdem ein bisschen. Ganz sicher. Sie hat ja die Situation, ich glaube, das ist jedem bewusst geworden, im Film viel sicherer in der Hand, als Hans letztlich. Und das schwenkt ja immer. Oder wenn sie am Ende sagt, könnten wir uns nicht zusammentun. Ja. Also nach der Beerdigung. Ja. Das ist sehr vernünftig. Und auch, genau, so, um das nochmal zu ergänzen, auch bei 8 Stunden sind kein Tag, ja. In der Serie, da ist ja auch noch viel mehr Spielraum, um diese Figur zu entfalten. Und da sieht man ja die Veränderung eben von, von dieser Figur zu einer absolut menschlichen und nachvollziehbaren. An dieser Stelle kündige ich dann den nächsten Film an. Um 11:15 fängt dann die 120 Tage von Bottrop an, von Christoph Schlingensief. Und ich bitte alle herzlich für Applaus für Herrn Herrmann. Ja, ja, danke. Danke. Achso, ich habe ja meinen.